Euer Viking und damit recht herzlich willkommen auf unserem Roasting-Kanal und mit wieder zu einem kleinen React-Video. Vorab natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die das hier alles gar nicht machbar und zu realisieren wäre. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, euch geht es allen gut, ihr seid gut drauf und habt ein bisschen Spaß mit dem neuen React-Video. Heute reagieren wir auf einen britischen Kollegen, der gerne isst, den ich auch schon seit Jahren abonniert habe, und zwar Beard Meets Food. Greetings, my friends, my friend. Greetings to Great Britain and to your wife or girlfriend. I love her. I love her. Und zwar the 100-pound Five Guys Challenge, 14.000 calories. 14.000 Kalorien, Beard Meets Food. Wir schauen mal rein. Du. Wir machen gleich mal hier das Vollbild. Leider wollte ich keine Werbung überspringen. Jo. All right, now I know I said in the last video that the next video, this video, would not take place in this room. But in the immortal words of Arnold Schwarzenegger, I lied. But what? I promise, the next one is already done. Thursday's video is taking place in the restaurant. So. Vorab natürlich noch. Lasst doch gerne ein Like bei ihm da, ein Abo bei ihm da. Er ist ein super Typ. Er ist einer, also ich glaube, der beste britische Eater, den es gibt. Er kommt auf jeden Fall vor Kyle vs. Food. Und dann kommt, also er, Beard Meets Food, number one in Britain. Greetings. Aber auch schon in den USA, hat bei vielen Contests mitgemacht und er ist einfach genial. That's und exciting. But a couple days ago, something crazy. Almost equally exciting happened. Got something pretty special in the mail. That's right. Five Guys. Give that. That's what five guys. Five guys. Five guys. Five guys. Gift card. And imagine my surprise upon realizing that this has 100 quid to spend on it. I know what you're thinking. What are you going to do? Treat the family? Do a giveaway? Nah. If you ask me, there's only one thing to do with this. You know. Let's do it. Let's do it. Wart ihr schon mal bei Five Guys? Gibt es sogar, ich glaube, es gibt es sogar in Deutschland schon. This has to be mine. He has four milkshakes. Hi, how you doing? Seine Frau fährt. Oder seine Freundin. Sie ist cool. Sie ist total der Gegensatz zu ihm. Sie ist ein bisschen pummelig. Aber sie ist eine super Frau. Und er ist einfach genial. Ich liebe seinen Kanal, seinen Contest, alles, was er macht. Oh, so yummy. Oh, Five Guys. In sowas würde ich echt gern mal, sowas würde ich echt gern mal essen, Leute. Oh, looks great. Alright, so here in front of me, I've got 100 Great British Pounds worth of Five Guys Grub. 100, to quote a slightly less popular 100 englische Pfund hat's gekostet. I'm very, very excited. For starters, we got 5 double cheeseburgers all the way, minus the mushrooms. Done with mushrooms. For lunch, we got 3 bacon cheese hot dogs. And for dessert, we got a double bacon cheeseburger with peanut butter, a grilled cheese sandwich, some fries, and of course, some milkshakes. Cool, I did do an approximate calorie count beforehand. And if I'm not wrong, this comes in at 14,000 calories. I can't be right. It's mad. Although, I suppose we are in the business of mad on this channel. Anyway, without further ado, this is Baby Soon. This the link to his channel, wie üblich, in the video description. Five Guys gift card link to his channel in the video description. My kind of challenge, no. Please follow time's him. Going. Oh, let's get started. Yeah, me. It's true. It's true. To another episode, and today, this seems long overdue. A lot of people. I've been requested Five Guys lately, and you know I'm a huge fan, so you know, I might be interested to watch a video in which I don't incessantly complain. Er ist einfach genial. Ich liebe ihn. I love you. So, I love yeah, you, Beard. I got this card food. Through the post, and to my surprise, there is 100 quid on it. And I thought, you know, what a great idea. Let's just try and spend all the money on the gift card in one fell swoop. See if I can eat 100 quid's worth of Five Guys food. Why not, right? So yummy. I'm enjoying this. It's about as enthusiastic as I get. I'm still not entirely sure why they sent me a gift card, though.
Er hat schon Challenges gemacht, da haut er jetzt und sagt, schaut mal auf seinem Kanal vorbei. You should do better with the commentary. Oh, I love you. Oh, this one looks cheesy. That was some serious production value went into that, right? Er ist einfach like Marvel Cinematic Universe stuff. Nein, seine ganze Ausstrahlung ist so genial. So, wow. No, joke, that was just good planning. Either way, I'm happy they sent me a gift card. I got some cheese on my nose. Was werde ich dafür geben? Oh, Double Burger. Check that for a close-up. If anyone tries to argue with me that Five Guys is not the best fast food chain, at least in England, you can't win that argument. Yeah, if you ask me, it is a simple, irrefutable truth. Ich liebe ja solche weiche Buns. Oh, was ist schön soft und... They gave me a ridiculous amount of napkins, so... Was muss mich passieren? Kind of feel rude not to use them. All right, now the Five Guys bacon cheese hot dog. These things are, I would say, significantly underrated. Yeah, too right. A lot of people don't even know that. Leute, da sind Bacon drauf, ein Würstchen, Cheese. Hey, wie geil muss es schmecken? Mögt ihr Hot Dogs? Schreibt es in die Kommentare. Ich liebe es. Five Guys sell hot dogs, believe it or not. I forgot to get onions on these, though. I usually like them with onions. Oh. One onions for the on rusty man. What do you know? Look at that. I am at the cutting edge of the culinary cultural zeitgeist. Oh, das ist genial, oder? That could hey, was werde ich dafür geben, Leute, um sowas mal zu machen zu dürfen? I would never normally complain. This so might be the only complaint in this entire video. Reinzuhauen. But that hot dog was a little mir bit das leisten zu können, nur einmal. Nur einmal, das wäre ein Träumchen. Nur für euch ein Video machen. Oh, ein Träumchen. Alright, pretty much what I would call dessert time. My favorite thing to get from Five Guys: a bacon double cheeseburger bacon with peanut butter on top. Now, in the UK, peanut butter. They will do this, but you'll often find sometimes there's a little bit of resistance. Like they might say, oh no, we can't do that, but. Ah, scheinbar. I think if you ask politely enough. Ein Königreich wird da reinbeißen. They'll do it. Mögt ihr so softe Buns? Ich liebe softe Buns. And it's worth it, believe me. Brioche-Bun. Das muss alles weich sein. It's also time. Immer schön soft. Crack the first milkshake with a damn die Pommes, straw. Die kann man sich schenken. Well, I think it's kind of like a practical joke that they give you a straw with the shakes of Five Guys, because they can almost never be consumed through a straw. These have melted a little bit though, so it should be okay. Oh, yeah. Enjoy this. Let's this get is as close to enthusiastic as you will ever see a British person. I promise you that. Leute. I love Five Guys, what can I say? Admittedly, it does make the burgers a little bit harder to eat. The peanut butter in there. Peanut butter, oh. Mögt ihr peanut butter? It's a solid trade-off because, I mean, Mist, ich habe mich da angemalt. Hab vorhin mit dem Stift rumgemacht. You know, you get to enjoy the taste a few moments longer than you ordinarily might. Tablet. Alright, a boatload of fries now. The fries. Kann man sich schenken. And with that first schaut mal auf seinem Kanal vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. I'm disturbed by this, boy. It has to happen. relative to the chocolate whoppers or the Spam and Oreo burger, this is not particularly out there. And actually, there are a lot of people that I've seen so dipping yummy their fries in milkshake. I've seen a lot of people do that at McDonald's, so maybe I'm not the only one that does weird wart stuff. Wart ihr schon mal in England oder in Großbritannien? Schreibt auch in die Kommentare. Ich würde auch gerne mal so dahin. Einfach mal so Fish and Chips zu essen. Bottom, original. Yeah. Oh yeah. In Great that's the Britain. Best part of bacon in a milkshake. Wow. Milkshake. This seems thicker than the last one. Milkshake. Ihr wisst, was jetzt kommt. Oh, it's just schreibt in die Kommentare. What? It's not a pint of lager, ich hab noch nie in meinem Leben. Ich hab gerade jetzt eingefallen. Oh, it's just the head. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Milkshake getrunken. I got three. Könnt ihr das vorstellen? Bacon, peanut butter and Oreo milkshakes. And one Biscoff shake, because
Oh, Biscuit. I haven't tried that yet. Hab ich auch noch nie probiert. So I want to save that to the end. But I accidentally started drinking it. I mean, not to worry, it's all going the same place in the end. But I really did want to leave the Biscoff shake to the end because that is a new flavor on the hat auch schon menu and XXL food selber gebaut. Da haut euch aus den Socken her. Er ist ja absolut verrückt. Aber er ist so ein dufter, herzlicher Typ. Ich finde, das Essen ist delicious. Wenn du ihn siehst und er kommt einfach so sympathisch rüber und er ist auch sympathisch. Er hat eine Ausstrahlung, die ein herzlich guter Mensch und wir verfolgen ja fast schon seit Anfang an. Drei, vier Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Und wie er sich verändert hat. Und er ist immer noch so geblieben wie früher. Absolut. Ja, ich einfach gut. Einfach gut. Ich leide. 35 Minuten hat er gebraucht. My face suggests. What are you doing with that timer, man? I don't know where to put this. Is that good? That's good. Wow. Mega. I love you. I think we're on the third beer. Immer schön alles aufessen. I mean, when you put these into my fitness pal, the milkshakes are like 1,000 calories alone. It's almost impossible to finish a meal for 5 guys. So messy, there's everywhere. Ach, macht einfach Spaß, I Leute. Dirty, ah, ist das Beutel aber voll, ne? Ah, da ist schon mal einer. Was ist das? It's just done the grilled cheese sandwich. Ah, grilled cheese sandwich. For the chips. Hat jetzt einen Rappler, Leute? Did you hear that? What? Maybe I spoke too soon. When I said I like to get dirty when I eat, I didn't mean that kind of fuck. Dirty. Minuten. Ah, eine schöne Menge. Gerade weil die Brötchen auch hier gut sättigen und stopfen. Und dann die ganzen Milchshakes. Und vor allem die Peanut Butter, die geht ja besonders schwer runter, ne? Ja, immer schön alles aufhören. Er hat 42,5 Minuten. Good time. I'm calling time. And now, dessert. 2:39. That wasn't supposed to rhyme. I'm enjoying this. Hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Biscoff Shake. Mögt ihr solche React-Videos? Schreibt sie in die Kommentare. Und. Sonst halt. Einfach kommentieren, really kommentieren, Abo da lassen, Like da lassen, freut sich. That lady sabotaged me by giving me large fries. Hope enjoy it. Ich glaube, mich hat was gestochen. Catch you on the next one. Wie gesagt, geht mal auf seinen Kanal, lasst ein Abo da, schaut mal vorbei. Ihr könnt ja mich dort empfehlen, dass ich auf sein Video reagiert habe. Es hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht mit euch wieder zusammen. Wenn ihr jetzt auch noch ein bisschen Spaß dran hattet an dem Video, würde es mich umso mehr freuen. Bleibt alle gesund, genießt das Leben, habt Spaß, passt aber auf euch auf, übertreibt es nicht. Übertreiben dürft ihr es nicht. Und immer schön Mangiare. Futtern wie bei Muttern. Nee, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bis auf schön mit den Ölfinger, die Geholz. Moment. Euer Rossi. Bye bye, thank you. What?